Heute geht's mal um die andere Wurst. Wir machen heute den Klassiker für kalte Tage, eine schöne, warme Kartoffelsuppe. Dafür brauchen wir natürlich Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch, etwas Suppengrün, Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer, Essig und Öl und ganz besondere Würstchen. Als erstes müssen wir das gesamte Gemüse kleinschneiden und auch die Würstchen. Und weil es so viel ist, habe ich da schon mal was vorbereitet. Und damit können wir auch gleich loslegen mit dem Anbraten. Sobald das Gemüse angedünstet ist, können wir es mit der Gemüsebrühe ablöschen und ca. 20 Minuten köcheln lassen. Während die Suppe köchelt, können wir sie auch schon würzen. Ich nehme am liebsten natürlich Salz und Pfeffer, eine Prise Zucker und einen Schuss Essig. Das Letzte ist noch, wir können uns entscheiden, ob wir die Suppe püriert haben wollen oder im Ganzen. Ich mag sie am liebsten püriert. Mix it, Baby! Und ganz zum Schluss toppen wir es noch mit unseren Veggie-Würstchen und der Petersilie. Die Allrounder-Gemüsesuppe, perfekt für dunkle Tage und kalte Nasen. Probiert's aus!